Wenn Ballettlehrerin Susanne Presten den Ballettsaal in Shortens betritt, verstummt das Geplauder langsam. Die Aufwärmübungen an der Stange beginnen. Alle Schüler von Presten legen im Laufe ihrer Tanzausbildung Prüfungen ab, die anzeigen, welche Techniken sie bereits beherrschen und auf welchem Niveau sie sich aktuell bewegen. Raphael Woida ist der einzige junge Mann in der fortgeschrittenen Gruppe. Wo sein Weg ihn nach dem Abitur hinführt, weiß er noch nicht. Entweder weiter auf die Bretter dieser Welt oder aber ins Biologiestudium an eine Universität. Das Training geht mittlerweile auf die freie Fläche, in den Raum und in die Diagonalen über. Die Übungen werden anspruchsvoller. Aber die Freude am Tanz, die verlieren die Ballettschüler nie während der Stunde.